Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Zweiter Versuch alleine, der Timmy ist nicht mehr da, im Obsidian-Gipfel. Ich habe nur ein bisschen mein Gear umgestellt und hoffentlich wird das jetzt was. Könnte natürlich genauso beschissen wie vorher enden. Weil die Typen mir nämlich ein bisschen auf den Senkel gehen. Aber ich kann mit der Kleve jetzt die hauen, ohne dass sie mich treffen. Das hat natürlich Vorteile, vor allem bei den Starken, ne? Ja, das gefällt mir. Dann habe ich noch meine Zweierfähigkeit, meine neue. Zack! Mit den Seelen, das funktioniert schon recht praktisch. Im Fernkampf, ohne dass man Pfeile verbraucht. Habe ich den vergessen? Dann brauche ich eigentlich schon bald mein Buch nicht mehr. Mann. Natürlich werde ich es jetzt nicht einfach weggeben, weil... Das Buch ist dann doch alles gut. Ich habe immer nur Angst vor dem Endboss dann. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Wenn wir da schneller durchkommen, müssen wir den ganzen Weg da vor uns haben. Deppert, das geht wirklich gut. Tschüss. Mit dem Pfeil hätte ich mir auch schon wieder sparen können. Ich muss total Pfeile sparen. Ich brauche die für den letzten Endgegner. Für den Illicher. Weil es fürs V nicht mehr gereicht hat. Boom. Tolles Rennen, Kiste. Armbrust, eine schwächere leider. Na, ich verrenne mich da eh schon wieder in 1000 Sachen. Aber sowas sieht man natürlich doch gerne. Ja, mit Lebensraub. Scheiß drauf. Mit Lebensraub! Die werde ich verwerten, damit ich meine Punkte kriege und da mal schön schauen, was ich da reinhauen kann. Ich würde sagen, Verbrauchsgegenstände. Oh. Das nehme ich auf jeden Fall, weil wenn ich jetzt eh drücke. Jetzt schaut das Ganze schon ein bisschen besser aus. Jetzt kann ich mal theoretisch die Pfeile selber machen, immer wenn der Cooldown vorbei ist. Was prinzipiell ja was Schlechtes. Gesetzt die Fähigkeit natürlich auch geil. Aber ich glaube, ich sammle jetzt weniger Seelen an. Das macht nichts. Wir rennen jetzt nochmal zurück. Gehen nach links weiter. So gefällt mir das. Mit ein bisschen Spielen und Taktik könnte das jetzt schon was werden. Boom. Die Reichweite ist schon so geil. Die Reichweite ist wirklich so geil. Hm.
63 Pfeile. War ja klar, dass wenn ich rübergehe, wieder vor dem anderen sitz. Zack. Komm schon, Heiltrank. Das ist Mörder. Das ist echt Mörder gerade. Das gebe ich nicht mehr her. Da muss schon ein extremes Gear kommen, dass ich sage, okay, das brauche ich nicht mehr. Nehmen wir mit. Sehr schön. Jetzt fühle ich mich schon fast ein bisschen mächtig. Auch wenn ich jetzt gerade drauf gehe, aber ich habe jetzt auch blöd gespielt. Mit dem Heilen, das kann schon was. Haha. Tschüss. Essen. Dauer. Nee. Weg. Seelen hätte ich genug. Oh, hey, ich habe wieder Platz. Nur von denen, dann kann ich da schon ordentlich reinhauen mit dem. Also recht viel Pfeile kommen da irgendwie nicht raus. Aber es wird für den Erzvillager reichen. Schaut gut aus. Ja, Kiste. Es ist ja schön, wenn ich die Rüstung habe, aber... Lifesteal auch noch dabei. Pfeile, na bitte. Läuft doch. Bam, bam, bam. Habe ich auch einen upgradeten Pfeil jetzt mittlerweile mit. Der haut ja auch mehr rein als der andere. Also dieses Gegenstände mehr fallen lassen, das ist absolut der geilste Stat, weil das Spiel eh so mager mit den Gegenständen umgeht. Knausrig. Ist ein bisschen.
Puh. Life Leech, Life Leech. Ich brauche mehr Life Leech. Das einzige, was ich noch an einen anderen Stat opfern würde dafür. Für mehr Life Leech. Golem. Okay. Sollte ich noch ein bisschen üben? So. Ja, nee, wir gehen da entlang. So schaut's aus im Schneckenhaus. Was hat das Teil da? 105 fernkampfkräftige Schüsse, 103. Aber zwei Verzauberungen. Und tschüss. Was kann das Ding? Erhöht den Pfeilschaden, die Angriffsgeschwindigkeit. Und durch Bohreneffekt. Naja, die Angriffsgeschwindigkeit wäre mir doch fast lieber. 33% mehr Schaden haut auch rein. Was gibt's hier? Bei weiten Pferden ging er mehr Damage. Das ist so Mind Control auf die Gegner. Da bleibt eh nur das. Also Pfeilschaden erhöht, wenn ich einen Treffer land, oder schneller schießen. Immer das. Da geht es mir nämlich hier darum, dann, weil ich manchmal ja einen Schuss nur habe und in einer kurzen Pausephase von einem Gegner und dann muss ich schon wieder ausweichen, laufen, was weiß ich. So wie es eh bei dem fetten Endboss da auch der Fall ist immer. Schweinchen! Mehr, ich brüll dich! Schwendal! Da ist nix, da kann ich runter. So. Toll. Aber der hilft mir jetzt was.
So, jetzt wird's Zeit. Ich möchte mal verzirkt. Darf nicht stehen bleiben, darf nicht stehen bleiben. Komm schon, Heilung! 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 Sehr schön. Und wieder Pfeile, weil jetzt habe ich schon genug. Jetzt passt. Jetzt kann ich nämlich wirklich schon ein bisschen mit Pfeilen auch rumspielen. Weil wurscht. Los, stirb! Ah! Naja, geht jetzt aber schon. Ah, ich trau mich jetzt gar nicht nachschauen. Was war denn das jetzt? Was habe ich da was habe ich bei dem geskillt gehabt? Was war das? Verbrennung? Schärft eine Waffe, wo sie mehr Schaden hergibt. Und Verbrennung. Das Teil ist natürlich wieder langsamer und viel stärker. Blitz. Mehr Schaden gegen Untote. Das ist die Wolke. Ja, das würde ich mit der Wolke machen. Das müsste ich aber fast versuchen. Das mit der Angriffsgeschwindigkeit, das ist auch cool. Ich frage mich nur. Ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig. Ich will nämlich eigentlich das mir behalten. Okay. Bleiben wir mal so. Vom Gear her. Wow. Stärketrank. Eigentlich auf ein Ding hofft. Ist da weg. Puh. Kritisch, kritisch, kritisch. So. Von der Verbrennung. Ich weiß nämlich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich die Waffe kalten soll oder nicht. Ich bin mir da total unschlüssig. Jetzt wollte ich gerade schauen, was ich überall anders oben habe, zwecks Gesamtübersicht der Stats, die ich eventuell besitze. Okay. Andere Seite. Vorratskiste. So. Jetzt geht's wieder dahin. Geht sich aus, gab's über die Schnellen.
So. Jetzt müsste ich dann eigentlich bald wieder angekommen sein. Beim Illicha. Nicht, dass jetzt die falsche Richtung genommen hat. Verdammt! Falsche Richtung. So eine Scheiße! Das Blöde ist auch, weil die Welt ja elendig lang ist. Na schön. Ta-da-da-da! Also mit Pfeilen sind die schon wesentlich einfach. Kann man nichts sagen. Schon wesentlich mehr her. Hätte ich jetzt sogar durchrennen können in Schattenform. Naja. Hahaha! Idiot! So, was machen wir da? Das. Nochmal. Nochmal. So. Der haut doch was rein. Ich doch. Oje, Mine, oje, Mine. Kurz mal weg. Heilung ist gleich wieder parat. Hey, was macht denn der Mann? Ja. Gut. Haha, der Pfeil ist riesig. So, jetzt wird es wieder kleiner werden, meine Freunde. Heilung, Heilung, Heilung! Weg. Ah, da, Heilung. Musste sein. Ich habe ihn nicht zurückhalten können, das musste einfach sein. So. Da ist hinten eine Sackgasse, da schauen wir noch schön vorbei. Gibt es ja noch irgendwas Tolles?
Irgendwie finde ich die Belohnung fast schon mickrig. Ein paar Diamanten da. Naja. Cool. Da, schön gekriegt. Und tschüss. Und einem Deckel. Von diesen Rittern muss man sich echt fernhalten. Die hauen so dermaßen rein, jetzt sind sie aber stärker da noch. Ein paar weniger. Hey, zweit hingerennt. So. Jawohl. Müsste ich eigentlich bald wieder da sein, wo ich eigentlich hin will. Also nur so zum Boss-Trine ist das schon ziemlich mies gemacht alles. So. Puh. Jetzt werden wir sich natürlich noch den Heiltrank abwarten. Weil ich einfach glaube, dass mir der ziemlich was bringt. Und danach stürzen wir uns mit 3 Life dort hinein. Weil ich immer nicht weiß, wie ich Phase 2 verstehen soll. Naja. Kann man jetzt nicht irgendwie speichern? Nee, schade. So, dann würde ich sagen, los geht's. Drückt mal die Daumen. Wir packen das. Ja, Tadeus, komm her. So, und jetzt? Richtig. Und jetzt? Toll. Besten gar nicht versuchen zu flüchten. Ja, der Illager ist platt. Bam, mein Freund! Bäm! Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das haben wir gekriegt? Haben wir gekriegt von dem Mohohohos? 105? 52 zieht Gegner heran. Checken wir mal im Echtzeitbetrieb. So, was haben wir hier? Können wir da durchgehen? Hä, lebt er noch? Arsch du. Ja.
Das nenne ich out of control. Der Erz-Illager, der Feind der Dorfbewohner, wurde besiegt. Große Helden haben das Land gerettet und das Böse vernichtet. Na komm schon, mein Freund. Ich hab's doch zick. Euch ist alles wieder gut. Lebewesen gekillt und wir machen mal Freundschaft. Vorerst. Tada! Minecraft Dungeons durch! Glaube ich jetzt halt. Das wird aber eh noch ausgebaut. Vollgas haben wir hier. Wunderbarer Weizen. Gegenstand verströmt kaum wahrnehmbar den Duft von weiten Wiesen. Gebackenem Brot und frisch geernteten Getreide. Okay. Freigeschaltet. Neuer Schwierigkeitsgrad. Abenteurer. Die Gegner sind schwerer zu erledigen, teilen ordentlich aus, neue Gegner, Gegnerverzauberungen, die Prämien sind besser, neue Ausrüstung, Artefakte verfügbar. Yeah. Schaut jetzt wie aus? Sehe ich, dass jetzt eigentlich irgendwo, dass ich da im Abenteurermodus bin? Abenteuer. Ja, eh. Empfohlene Kraft 33. Ich wollte gerade sagen, willst du mich verarschen? Okay, dann wird das jetzt ein bisschen ein Gefarme werden. Oh, das macht ja nichts. Aber wir farmen lieber hier weiter, weil ein Spiel darf schwer. Da kann man eh noch ein bisschen rumspielen. Okay! Da kommen noch ein paar Folgen mit Farmen und Ausrüstung craften und schauen, was alles noch dazu kommt. Ihr seht, sie bauen ja im Spiel weiter. In Kürze Insel Realms. Portal ist derzeit geschlossen. Die Inselkarte und zwei brandneue Abenteuer können schon bald gekauft werden. Na, sehr gut. Schauen wir mal, was die damit meinen. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Hat mich total gefreut. Und es gibt auf jeden Fall noch mehrere Folgen von dem Spiel. Andere Schwierigkeitsgrade, wir metzeln uns da durch und suchen nach Gear, so wie es gehört in einem Dungeon Crawler, nenne ich es mal. Bleibt dran, lasst ein Abo da, dann verpasst nichts, hämmert die Glocke, dann kriegt ihr sogar eine Nachricht dafür. Wäre super nice, kommentiert es, bis zum nächsten Mal und habt viel Spaß bei was auch immer. Ciao.